wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Schön, dass ihr da einschaut, zuschaut. Wie ich gestern eh schon im Community-Beitrag geschrieben habe, ist die Frau zu mir gekommen. Da sind sie da und der ist mein persönliches Taxi. Wir sind gerade am Weg Richtung Bischofshofen. Von da fahren wir weiter nach Mühlbach am Guten König. Heute nehmen wir euch auf einen absoluten Klassiker bei mir da am Abend in der Gegend mit. Auf niemand geringeren als auf den Gipfel der Gefühle, auch noch König genannt. Und wir starten beim Arthurhaus, auf der, das sind 500 Meter ungefähr, und gehen dann noch auf den Gipfel auf, auf 2941 Meter. Und beim Arthurhaus treffen wir noch keinen Ahnung. Ich hoffe, dass er kommt. Den Andi, den kennt ihr ja von vielen Videos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, kommt mit! Da fuhren 16 hoch König und das wird ein Pulver-Tag heute. Pulver, Pulver-Gips. Oh, jetzt stehen wir da am Parkplatz vom Arthurhaus. Die Sonne ist auch schon rausgekommen, der Andi und der Flo sind jetzt da. Wir sind zu dritt, wir sind komplett. Jetzt machen wir noch schnell einen LVS-Check und dann geht's ab ins Gelände da rauf. Erster kann kommen. Der erste Kokema. Weil ich nicht gehört. Passt. Aue. Ja, wunderschön. Da seht ihr die Südseiten. Mandolin. Und da vorne geht es jetzt einmal Richtung Mitterfeldalm. Jetzt sind wir bei der tiefen Schneiten mit der Feldalm. Da gibt es an und für sich, wenn es bewirtschaftet ist, immer gute Mehlspeisen. Und da queren wir jetzt über den Sommernormalweg gerade Viere ins Ochsenkor. Vorne ist ein bisschen eine happige Querung. Da machen wir noch einen Entlastungsabstand, 10 Meter. Und dann geht es da um. Jetzt sind wir gerade mitten im Ochsenkor. Drei Ochsen im Ochsenkor. Und
Da geht es jetzt da vorne. Schöne Spur angelegt. Ein bisschen eine Decke drauf über dem Neuschnee. Und jetzt sind wir noch eine Zeit im Schatten. Hier sehen Sie einen Skibergsteiger aus Wien. Der Blote macht statt der Spitzkehr einen Wiener Hofknick. Da seht ihr die Torsäule. Und wenn wir es jetzt Kerzen gerade führen Richtung Schoberscharte da rauf, müssen wir mit Entlastungsabstand gehen, weil das sicher ein bisschen einblasen ist. Beides nehmen wir. Direkt da vorne ist der Hochkönig und wir tragen uns da noch einmal so raus und von hinten auf. So, da kämpfen wir uns jetzt herauf. Jetzt vorne seht ihr das Dachsteingebirge. Da vorne der Fels, großer Barschenkopf. Und da ist die letzte Querung und dann zieht man das Matrashaus und dann kommt der Gipfelanstieg. Ich habe jetzt ein bisschen weniger filmen können, nur weil es extrem windig und kalt gewesen ist. Aber es hat nicht viel zum Erzählen gegeben. Landschaftlich schön, aber vom Weg her voll logisch, kann man sich nicht verlaufen.
Leute, wir sind jetzt am Hochkönig herum. Das Wetter meint es nicht so richtig gut mit uns, es ist arschkalt. Wir haben einen gelitten Ende nie. So schaut es da aus. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns bitte wieder einen fetten Daumen nach oben. Und sagt bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, pfiat euch. Geht dahin, perfektes Triebschneepulver! Wir sind jetzt da drüben den Hang runtergefahren und befinden uns jetzt an dem letzten Gegenanstieg zur Mitterfeldalm. Wir haben das aus zwei Gründen gewählt. Der erste Grund, da oben war ein schöner Schnee zum Fahren. Und der zweite Grund, das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, nämlich da vorne hinter die Bama, da ist die Querung.
die wir in der Früh gemacht haben. Ihr habt die Lawinen eh schon gesehen in der Früh. Die Schneedecken ist dadurch feuchtet. Und das heißt, was wir jetzt so gemacht haben, war die sicherere Variante. Ja, und da im Wald, in dem flachen Gelände, kann jetzt ja nichts mehr passieren. Fesch! Letzter Gegenanstieg hinter uns, Schnauze voll, wir fahren runter, juhu!